Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen bei Klagemauer TV im Studio Augsburg. Volksfeindliche Politik. Wie volksfeindlich die sogenannte Sparpolitik der Europäischen Union ist, zeigen die unzähligen Proteste auf den Straßen Spaniens und Portugals. Doch die Regierung Merkels sträubt sich mit allen Mitteln dagegen, dass die Folgen dieser Sparpolitik jedem bekannt werden. So lehnt sie die öffentliche Ausstrahlung eines Videos in Berlin aus politischen Gründen ab, welcher den Deutschen die dramatischen Folgen der Sparpolitik in Portugal vor Augen führen würde. Es ist nicht verwunderlich, dass die Berliner Regierung den Deutschen diesen Film am liebsten nicht zumuten möchte. Am Ende bekommen die Deutschen noch eine Idee davon, was ihnen selbst bevorsteht, wenn sich die europäische Sparpolitik so weiterentwickelt wie bisher. Machen auch Sie auf diese Missstände in unserer Politik aufmerksam, indem Sie diese Seite an Ihre Freunde und Bekannte weiterempfehlen. Die sogenannte Lösung für den Wahnsinn der Hyperinflation hieß Hjalmar Horace Greeley Schacht. Schacht war zwar Deutscher von Geburt, doch nicht seiner Herkunft nach. Sein engster Kreis bestand ausschließlich aus Finanziers in Wall Street und London. So gehörten John Foster Dulles, J.P. Morgan, Averell Harriman und der Kopf der Bank von England, Montagu Norman, zu seinen Vertrauten und Verbündeten. Ganz in deren Sinne katalysierte Schacht die weitere Demontage Deutschlands als Nationalstaat. Als neuer Reichswährungskommissar und baldiger Präsident der Reichsbank führte Schacht eine neue Währung ein, deren Wert festgesetzt war, die Rentenmark. Zu einem Kurs von 1 Billion zu 1 tauschten die Bürger ihr gesamtes Geld für eine Handvoll von Rentenmark ein. Schachts Politik machte zwar der Hyperinflation ein Ende, doch nur indem sie eine schwerwiegende Hyperdeflation erzwang, die für die weitere Zahlungssicherheit der Versailler Reparationen sorgen sollte. Anstatt die ungeheuren Schulden mit wertlosem Papier zu bedienen, wollte man nun einer ohnehin schon ausgehungerten Bevölkerung die Reparationen direkt aus dem Fleische schneiden. Im Namen des Haushaltsausgleichs sollten alle sogenannten nutzlosen Ausgaben gestrichen werden. Den Industrien wurde der Kredit gekürzt, 397.000 Angestellte wurden entlassen, die Steuern brutal erhöht und die Gewerkschaften mehr und mehr zerschlagen. Mit der Machtübernahme Schachts kam auch die von ihm lange geplante vollständige Privatisierung der deutschen Industrie. New Yorker und Londoner Finanzhaie und deren internationale Kartelle stürzten sich auf die Überreste der Kohle-, Stahl-, Eisen- und Chemieindustrie. Unter ihrer neuen, ausländischen Führung wurden diese Industrien dann für ihre unmenschliche Arbeitspolitik berüchtigt. Da jedes auch nur annähernd vernünftige Volk einer so unmenschlichen Politik aktiv widerstehen würde, suchte Schacht nach einer Instanz, die kaltblütig und brutal genug wäre, sie dennoch durchzusetzen. Die Unzulänglichkeit der damaligen Polizeikräfte für Schachts Ziele konnte im Jahr 1933 überwunden werden, als sich die Kabale von London und Wall Street zusammentaten,
um die NSDAP zu finanzieren und damit die Machtergreifung Hitlers zu ermöglichen. Europa wurde erneut in brutale Sparpolitik und Krieg gestürzt. Und in der Globalisierung brauchen wir übrigens andere Formen von internationaler Governance, internationaler Governance, internationaler Governance als der Nationalstaat. Der ist vor 100 Jahren in seinem Regelungsmonopol an seine Grenzen gestoßen. Und heute schaffen wir was Neues, ziemlich mühsam, aber nicht so hoffnungslos. Lernen können wir aus unseren Fehlern und Irrtümern. Und deswegen, ich bin bei aller krisenhaften Zuspitzung im Grunde entspannt. Boah. Weil wenn die Krise größer wird, werden die Fähigkeiten, Veränderungen durchzusetzen, größer. Weil wenn die Krise größer wird, werden die Fähigkeiten, Veränderungen durchzusetzen, größer. Weil wenn die Krise größer wird, werden die Fähigkeiten, Veränderungen durchzusetzen, größer.